Wie konnte die Gewalt jetzt so schnell so eskalieren? Dazu begrüße ich die Nahost-Expertin und Politikwissenschaftlerin Professorin Helga Baumgarten. Sie lehrt seit 1993 an der Universität Bir Said nahe Ramallah im Westjordanland und lebt seit langem im Ost-Jerusalem. Guten Tag, Professorin Baumgarten. Hallo, einen schönen guten Tag. Frau Baumgarten, erklären Sie uns, was ist der Auslöser dieser im wahrsten Sinne des Wortes Explosion der Gewalt? Nun, ich denke, wir müssen auf zwei Dinge eingehen. Das Entscheidende, was oft übersehen wird und was heute interessanterweise die israelische linksliberale Zeitung Haaretz sehr deutlich herausbrachte, ist die Tatsache, dass Israel die Palästinenser seit über 50 Jahren, also seit einem halben Jahrhundert, besetzt hält. Und kein Volk, keine Gesellschaft, kein Mensch kann so etwas aushalten. Die Details werden oft gerade in Deutschland und Europa übersehen, eine ständige Gewalt gegen die Palästinenser durch die israelische Armee, durch Siedler, die ständige ökonomische Gewalt, die tagtägliche Gewalt, wo man an Armee-Checkpoints festgehalten wird und nicht weiß, wann man weiter darf, die Vertreibung aus den eigenen Häusern, wie zuletzt in Ost-Jerusalem versucht wird, die Enteignung von Land, die Zerstörung von Häusern. All das hat zu einem Punkt geführt, wo die Palästinenser regelrecht kaputt besetzt sind und vor einer Explosion stehen. Das ist die langfristige Geschichte. Die kurzfristige Geschichte hängt zusammen mit einer sinnlosen, kurzfristigen, kontraproduktiven Eskalationspolitik der Regierung Netanyahu. Auch das hat Haaretz sowohl gestern als auch heute in mehreren Artikeln sehr deutlich herausgearbeitet. Warum muss die israelische Regierung, die israelische Polizei mitten im Fastenmonat Ramadan das Damaskustor, wo sich die Menschen am Ende des Fastentages versammeln, absperren? Warum muss man mit massiver Polizeigewalt in den Haram-e-Sharif eindringen? Frau Baumgarten, und so weiter und so fort. Ja, lassen Sie uns, ich würde gerne noch weitere Fragen stellen, weil lassen Sie uns auch auf die andere Seite gucken. Militante Palästinenserorganisationen haben bereits über 1000 Raketen auf Israel abgefeuert. Das sind die schwersten Raketenangriffe auf Tel Aviv seit Beginn des Nahostkonflikts. Auch da Tote und Verletzte. Wie groß ist denn der Rückhalt, der Hamas und der islamische Dschihad haben für diese Angriffe unter den Palästinenserinnen und Palästinensern? Nun, wie ich schon sagte, in einem Kontext der Besatzung kommt die Bevölkerung zu einem Punkt, dass sie sagt, wir sind bereit, gegen die Gewalt, die wir seit über einem halben Jahrhundert ertragen mussten, nun gegen Gewalt einzusetzen. Und daher hat zumindest derzeit sowohl die Hamas als auch der islamische Dschihad und andere linke Gruppen Unterstützung in diesen Angriffen gegen Israel. Also man sagt einfach, nicht nur ihr dürft uns totschießen, auch wir haben das Recht, uns zu wehren. Aber dann wollen wir, Frau Baumgarten, entschuldigen Sie, dass ich da reingehe, aber das würde ich gerne noch fragen, nämlich, weil die Frage ist ja, wie man die Gewalt beider Seiten stoppen kann. Wie kann das in Ihren Augen gelingen? Sie fordern ja ein internationales Eingreifen. Müssen die USA, müssen die Europäer sich da stärker engagieren? Absolut. Was jetzt gefordert ist in einem ersten Schritt, ist massives Engagement seitens der USA, seitens der Europäer und nicht zuletzt seitens Deutschland. Wenn man sich wie Deutschland als engster Freund Israels betrachtet, dann sollte man gerade heute mit seinem engsten Freund Tacheles reden und sagen, diese Politik führt genau zu dem Gegenteil, was ihr erreichen wollt. Deeskalieren, geht raus aus dem Haram-e-Sharif, redet mit den Palästinensern, benutzt alle Kanäle, um mit Hamas zu reden. Das war immer wieder möglich, die letzten 15, 20 Jahre. Redet mit den Führern der Palästinenser in Israel, stoppt die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern in Ost-Jerusalem und im Endeffekt bringt endlich diese unheilvolle Besatzung zu einem Ende. Das sagt die Nahost-Expertin Professorin Helga Baumgarten. Vielen Dank.